das Projekt Werkstatt nimmt irgendwie Züge an. Also ich war jetzt gerade im Baumarkt und habe diese schicke Tischplatte geholt, die mal gerade so ins Auto passt. Und die bringe ich jetzt raus in den Garten. Natürlich will man jetzt ein bisschen vorsichtig fahren, ja, also die teure Tischplatte, aber letztendlich werde ich da mit dem Hammer draufhauen und so eine Geschichten. Das wird eine Werkbank. Und bei einem solchen Schwerlasttransport, wie ich ihn hier durchführe, sollte man auch nicht zu stark in die Kurve gehen, weil ich habe das Ding zwar mit dem Sicherheitsgurt abgesichert, dass es nicht nach vorn durch die Scheibe fliegen kann, aber zur Seite hat es doch ein bisschen Spiel. Schmerzhaft. Das Projekt Werkstatt will in seine zweite Runde gehen. Wie gesagt, ich habe ja die Platte gekauft, will die jetzt quasi hier so entlang bauen. Und das Problem, das sich gerade auftut, ist, dass die Schränke hier keine Rückwand mehr haben und dementsprechend wackeln wie ein Kuhschwanz. Und also soll ja eine Werkbank werden und erste Voraussetzung ist natürlich, dass die einigermaßen fest ist. Also habe ich einen von den Schränken kannibalisiert und werde jetzt als erstes diese Schranktür als Rückwand schrauben, sodass diese seitliche Bewegung dann blockiert ist. Solange ich noch keinen Tisch habe, habe ich hier so mal provisorisch eingebaut. Auch nicht schlecht. Und jetzt beginnt der Spaß damit, dass ich diesen Griff irgendwie abmachen muss. Und dazu brauche ich einen Kreuzschraubenzieher. Okay, das war leicht. Im Moment muss ich mir ja das ganze Zeugs noch hinten aus dem Schuppen holen. Aber das wird ja hoffentlich bald anders. So, nach YouTube-Anleitung habe ich mir übrigens diese 4,5 cm lange Schrauben geholt. Das geht darauf zurück, dass die Platte 4 cm dick ist und ich mir gedacht habe, also wenigstens 1 cm ist dann noch das Holzbrett, das hier liegen sollte. Das ist nun leider nicht so. Hier sind das normale Bleche, sodass meine schicken Schrauben vermutlich für den Einsatzzweck zu lang sind. Im Moment werde ich sie aber erstmal verwenden, um hier was gegenzuschrauben. Dazu muss ich ein paar Löcher bohren, also brauche ich einen Bohrer. Wiederholen hinten aus dem Schuppen. So. Zumindest die Löcher passen. Ja, und spätestens jetzt kommt die Sache zum Tragen, dass man zwei Akkuschrauber haben sollte, was ich nicht habe, weil man sonst die ganze Zeit hin und her switchen muss. Und genau, das muss ich jetzt. Das ging ja leichter als gedacht. So, nächste Rinde. Und wieder so eine Tür. Und wieder passt sie genau in der Breite. Ist doch genial.
Diesmal erweist es sich als richtig schlau, auf Ilona zu hören und erst wegzuschmeißen, wenn alles fertig ist. Weil normalerweise hätte ich das schon zum Sperrmüll gebracht. Wenn ich das Ding noch abgemacht habe, kann ich das auch da hinten reinschrauben. Und dann habe ich zwei stabile Balken, wo ich die Platte auflegen kann. Na? Sieht doch schon tut schick aus, oder? Ich habe jetzt nur ein Problem. Und zwar, das ist so ein typisches Jesse-Problem. Ich habe jetzt hier einfach quasi drei Finger breit einen Spalt. Der natürlich dadurch entstanden ist, dass es hier unten eine Sockelleiste gibt und davor sind diese 1,5 cm Brett. Das heißt, das sind irgendwie, naja, 1,5 cm, die mir hier verloren gegangen sind. Also alles nochmal ab und nochmal neu. Doof. So, 2 Stunden später bin ich eigentlich ganz stolz auf mein Werk. Also es ist in etwa so geworden, wie ich mir das vorstelle. Das einzige Problem, ich habe damit gerechnet, dass die Schränke oben so circa 1 cm dicke Spanplatten haben oder so. Und das ist nicht so. Da sind einfach ein paar Alu-Winkel oder Stahlwinkel, mit denen man quasi den Schrank von unten dann so an der Platte festmacht. Jetzt habe ich mir gedacht, 1 cm davon und 4 cm Platte macht 4,5 cm Schrauben. Perfekt. Ist aber nicht so. 4,5 cm ist genau 1/2 cm zu viel. Ich würde quasi durchbohren, das will ich natürlich nicht. Der Baumarkt hier in Halbe macht um 12 Uhr zu. Ich habe 13 Uhr auf die Uhr geguckt. Pech. Jetzt habe ich Ilona eine Nachricht geschickt. Vielleicht kommt die ja noch an einem städtischen Baumarkt vorbei. Ja, jetzt bin ich beim Inbetriebnehmen, wobei ich nichts überstürzen will. Aber, interessante Geschichte, ich habe mich ja vorhin noch beschwert. Von wegen, es wäre schön, wenn man mehr als einen Akkuschrauber hätte. So dass man mit dem einen bohren könnte und mit dem anderen dann die Schrauben reindrehen. Es hat sich herausgestellt, ich habe einen zweiten Akkuschrauber. Und hier hat sich inzwischen auch schon noch eine Bohrmaschine angefunden. Da darf ich mal vorlesen, die ist vom VEB Vereinigte Werkzeugfabriken Geringswalde. Also garantiert über 30 Jahre alt. Bin gespannt, ob die funktioniert. Sie tut's. Was macht man mit so einem alten Teil? Ja, das ist das ganze Werkzeug, das dann irgendwann in die neue Werkstatt wandern soll. Jede Menge Zeug, das im Moment noch, naja, unsortiert, ein wenig lieblos vielleicht, könnte man das so sagen, hier in der Gegend rumliegt. Ich muss die entsprechenden Regale anbauen. Die Halterungen kaufen und dann glaube ich, können wir hier sehr schön aufräumen. Sonntag früh vom Bäcker zurück in den Garten. Das Auto hat heute früh tatsächlich schon 1 Grad angezeigt und es war raureif auf dem Dach. Der Herbst kommt.